Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Dark Souls 3, Nachspielzeit. Ach ja, die zwei Jungs, Gale und Midir. Gale und Midir, die letzten beiden Bosse in Dark Souls 3. Julius, hi, grüß dich. Julius, dir muss ich auch noch einen VIP-Badge geben im Chat. Das fängt gut an. Aber es ist auch ein Moment her. Ja, Julius, ich hab's gestern gemerkt, wenn dann doch mal mehr Leute da sind, muss ich unbedingt eine Möglichkeit finden, die Leute zu erkennen, die schon länger da sind. Mist, der haut noch mal zu. Ach, verdammte Angst. Unnötig gesoffen an der Stelle. Komm, tu was. Mist. Schade, schade. Ach, ich hatte eigentlich ein nettes Gefühl hier gerade an der Stelle, aber tja, so schnell kann's gehen. Y gedrückt wegen Elden Ring. Oh weh, oh weh. Scheiße, zu früh gesprungen. Kumpel, ach Mann. Du willst mich aber auch nicht saufen lassen. Boah. Thank you.
Ach, jedes Mal die scheiß Armbrust. Ach Mist, der Homing aus dem Boden zieh Move. Ah, ich verkack gerade wegen. Ah, ich will saufen und das war jetzt sehr schlecht. Viel zu viel verbraucht und ah. Nee. Da war ich jetzt voll aus dem Takt raus. Ah. Ich wollte saufen und essen und alles auf einmal und ah. Das war nix. Hinten raus. Mann. No! Ach, Schande! Hoppla. Komm. Oh Mann. Und zweimal getroffen wieder. Oh, shitty Mac. Ah, dämlicher Mist.
Jetzt wollte ich es aber auch gerade echt wissen, ey. Oh je, oh je. Ah, ich check's immer noch nicht, was hier passiert, ey. Ich check's einfach nicht. Ich sehe nichts. Alles ist mit rotem Nebel voll. Man erkennt kaum, was er tut. Ai, Leute. So eine Aufregung. Gehen wir doch nochmal schnell die restlichen Flakons sammeln oder so. Da brauche ich halt Hilfe, damit ich die finde. Dieser doppelte Hit durch den verfluchten Mantel. Ich weiß gar nicht, was ich aktuell erzählen soll, so, ne? Bin so hart konzentriert hier bei diesen zwei Kämpfen, dass es mir schwerfällt, Kommentare dazu abzulassen, währenddem ich am Kämpfen bin. Ich sehe nichts. Wo ist er? Wo ist er hin? Da. Ach, Mist. Ah, da hat er nur drauf gewartet, dass ich sauf. Nur drauf gewartet, dass ich sauf, ey. Hm.
Wie er Bock hat! Wie er Bock hat! Viel zu früh. Fluch. Verschissene Armbrust. Verschissener Mantel. Verschissene Armbrust. Alles Mist. Alles Mist. Ich hasse alles an diesem Blödsinn hier am Ende. Oh Mann. Oh Mann! Oh Mann! Komplett aus dem Off-Timing und. Ah. 19 Minuten. 19 Minuten hat's gedauert, dass ich keinen Bock mehr auf ihn hab. Das wird schon, ja. Ah. Danke für den Zuspruch, Julius, dankeschön. Aber ich muss was anderes sehen als seine Kapuzen, als sein Kapuzengesicht. Da kann ich dann auch nicht mehr konzentriert bleiben. Meine Hände schwitzen jetzt schon. Und einen Schluck zu trinken. Ich bin am Zittern. Ah, der Kumpel da unten ist halt auch nicht viel besser, ne? Mann. Ich habe komplett vergessen, was es hier zu tun gilt. Yep, und da werde ich auch schon hart gehittet. Perfekt. Kannst du mal bitte nicht so weit weglaufen von mir? Wäre dir echt dankbar. Oh, das ist ein Laser. Dass ein Laser so früh kommt, verwundert mich gerade ein bisschen. Alter, ich hasse es so sehr. Ich... Ah.
bereue es, Dark Souls 3 angemacht zu haben. An der Stelle gerade. Ich wünsche mir so einen schönen Kampf wie gegen den Namenlosen. Das war so ein geiler Kampf und hat so viel Spaß gemacht. Das hier, dieser Riesendrache, das ist einfach nur eine Qual. Beim Namenlosen wurde auch geflucht. Aber der Kampf war tausendmal geiler. Ich sehe halt nichts. Ich weiß nicht, was er tut. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mann. Scheiß riesige Mistviecher. So, was passiert jetzt? Keine Ahnung, ich sehe gar nichts. Nicht cool, kein... Das ist einfach nur... Kann ich eigentlich die Waffe, kann ich an der Waffe irgendwas machen? Kann ich die irgendwie mit Blitz verstärken oder so? Wo kann ich sowas machen? Das ging doch immer bisher in Dark Souls. Warum kann ich sowas jetzt nicht tun? Ach so, weil das ja, das nimmt ja mein Ding weg, ne? Wenn ich das mache. Wenn ich die Waffe... Kann ich gar nicht. Ich kann die Waffe nicht durchwirken. Weil die irgendwas drauf hat wahrscheinlich. Geht nicht. Schade. Tja, hat sich erledigt. Be careful. Die Waffe ist aber auch okay. Attributsbonus S, so, weißt, das ist schon richtig nice. Erhöht Stärke, das hilft bei der Waffending. Erhöht körperliche Angriffe, das ist ja ein körperlicher Angriff, oder? Nicht, dass ich hier einen falschen Ring drin habe. Erhöht Ausdauerregeneration, finde ich auch gut. Erhöht Trefferpunkte Ausdauer und maximale Belastung, finde ich auch gut. Das sind gute Ringe, die passen. Also auf den Drachen habe ich noch weniger Lust als auf Gale. Dann mache ich lieber mal Gale. Bei Gale sehe ich wenigstens beinahe ein Ende.
Das sind alles Moves, aus denen er sofort wieder prügeln kann, ne? Das sind alles Moves, aus denen er sofort wieder eine mitgeben kann. Scheiße. Oh, es war ein bisschen glücklich gerade. Ach so. Dann zieh danach. Natürlich roll ich in seinen Scheiß rein. Ich sehe gar nicht. Ich sehe gar nichts. Ah, lass mich doch jetzt mal saufen, ganz kurz. Jetzt macht er Sonnenschmutz. Hier kommt noch mal eine neue Phase. Oh je, oh je, oh je, oh je. Beziehungsweise der Schmutz kommt nochmal. Dass das Blärren anfängt. Ah, warum hau ich denn da? Warum hau ich ihn denn da? Warum habe ich da gehauen? Weil ich es von der zweiten Phase gewohnt bin, dass ich da einen mitgeben kann. Aber in der dritten Phase setzt er dort einen nach. Och. Ah, ja. Leute. Das ist so hart hier, ne? Wahnsinn.
Ach komm ey, er macht schon wieder seinen Homing-Blödsinn. Ja, scheiß Armbrust, Mann, ich weiß Bescheid, ey. Es ist so nervig. Magie-Scheiß-Blödsinn da. Ah, Blitze, Blitze und irgendein rote Grütze und irgendein Mantel, der nach mir prügelt. Ah, das war so dumm. Aber es hat irgendwie funktioniert. Blitze, Blitze. Ich sehe gar nichts. Scheiße. Yes. Oh, einer ist gefallen. Ich hab ihn. Nur noch ein Horror auf der Liste. Nice. Dankeschön, Julius. Dankeschön. Oh. Ah, klasse. Sehr gut. Also die letzten 3-4 Schläge waren gerade so richtig. Bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen, bloß keinen Fehler machen. Ah. Ah, Dämonenprinzen schleppe ich auch noch mit mir rum. Wie Gales Großschwert braucht Geschicklichkeit? Das ist ja scheiße. Und wahrscheinlich kann ich damit noch lange nicht so schnell zuschlagen wie er, ne? Und damit kann ich auch nicht so schnell schießen wie er. Also fuck it. Fuck it all. Ich bleib bei meinem Schlachtermesser.
Ich bleibe beim Schlachtermesser und fress jetzt alles. Ich fress jetzt alle Seelen, die ich noch hab. Also ich guck mal, ob sich hier, wie es jetzt mit dem Leveln aussieht, aber... Brauche ich mehr Leben? 3-mal kann ich leveln. Lohnt sich das, eine Stärke zu leveln? Nee. Okay. Bisschen mehr Leben. Oh, einer noch. Ein allerletzter Boss. Ein allerletzter Boss in Dark Souls 3. Okay, der letzte Kumpel. Der auch noch einen super beschissenen Weg hat, dahin zu laufen. Ich bin noch nie relativ weit gekommen bei ihm. Aber ich habe bei Gale auch gerade in der letzten Phase, war wieder so ein Moment, ne? Ich hab's gesehen. Ich hab in dem Moment, da war plötzlich ein Moment da, so... Okay, du machst das, du machst das, du machst das. Ich habe alles gesehen. Vielleicht gibt's noch irgendeine seltene Attacke, die er machen kann, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber war wirklich so, okay, ich weiß jetzt Bescheid. Ich kenne dich. Gerade ganz ungeschickt. Schreib in den Chat, wenn du was willst. Das ist leichter, als mit mir jetzt zu reden.
schon also die große, die rote mitnehmen. Und was, die kleine, Mist, jetzt bin ich, aus dem Timing gewesen, verdammt. Natürlich die rote. Das lag jetzt nicht an dir, alles gut. Ich war nicht im Timing, da ich hab's gesehen, was kommt, und hab im falschen Moment gedrückt. Jetzt habe ich kaum noch Leben, ne? Wie viel habe ich noch Glut? Eine Glut. Was ist denn das jetzt hier wieder für ein Quatsch? Ich will dir eigentlich, würde ich dir wirklich gerne den Schwanz abhacken. Mein Guter. Das ist mal ungeschickt. Das ist ungeschickt. Dann musst du dich jetzt ganz kurz gedulden und zuschauen.
Scheiße. Wie ich die letzten einfach nicht treffe, ne? Die letzten Schwünge sind alle daneben gegangen. Die letzten 5 oder 6 Schwünge. Keinen einzigen Treffer gemacht. Oh, mega ätzend. Ah, wie war die Nummer nochmal? Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht mehr, was jetzt passiert. Ah, nee, das sieht nach einem dicken Laser aus. Der einfach random durch die Gegend geht. Okay. Wo ist er? Da. Nee. Was auch immer hier passiert, ich weiß es nicht. Komm schon. Oh nein. Oh. Oh oh. Oh je, oh je, oh je. Nichts mehr zum Heilen. Kannst du bitte aufhören, lieber Drache? Kannst du aufhören, durchgehend anzugreifen? Ich will einen Treffer landen. Komm, lass mich einmal treffen jetzt hier. Ja, da drin, okay, ich darf da nicht stehen. Ah, ärgerlich. Schade, das war nicht schlecht. So weit war ich, glaube ich, noch nie gekommen. Ah. Bin sofort wieder da. Noch irgendwas in die
So, sorry. Dann machen wir mal noch ein paar Versuche. Oh, das wäre natürlich irgendwie schon geil, wenn der jetzt auch noch fallen würde, ey, wenn ich dafür nicht noch länger brauchen würde. Da würde ich mich. Das wäre cool. Bin gerade am Überlegen, ob ich irgendwo Menschenabbilder herkrieg, aber glaube nicht. Glaube, ich muss das mit dem wenigen Leben machen. Alle verbraucht. Ach, Mann, ey, das ist so ein Scheiß. Dummer Aufzug. Verdammte Axt. Man sollte meinen, dieses kurze AFK-Gehen beruhigt einen in irgendeiner Art und Weise, aber nee. Nee, nee. Warum sind es immer die Drachen? In Dark Souls 1 ist auch noch ein Drache übrig. Ansonsten habe ich alles verprügelt. Auf YouTube kommt noch mal ein ganzer Run mit allen Bossen. Warum sind es immer die Drachen? Und die sind auch noch so ätzend, so richtig ätzend, ey. Das sind einfach keine coolen Gegner. Die machen keinen Spaß, die Kämpfe. Null. Oh Mann, lass mich dich doch mal hauen. Ach so, ja, ich sollte natürlich nicht. Ah, das war's. Das war's. Immer diese Drachen. Gibt's irgendeinen Drachen, der so meine Größe hat? Als Endboss? War da nicht irgendwo einer? Weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe so viele Bosse gekillt die letzten 6 Monate, ne? Und so viel neues Zeug kennengelernt. Also, ich muss ja eh warten jetzt. Er kommt ja auf mich zu. Er kommt ja jetzt auf mich zu. Nein, oh, das war knapp. Als ob. Als ob, ey. Als ob das Schaden macht. Ich will nicht weiter zurück. Hier müsste die Arena bald zu Ende sein. Yep.
Na. Ach, gleich zweimal. Okay. Gleich zweimal die gleiche Attacke hintereinander. Ach, sowas liebe ich ja immer. Ah, okay, in Phase 2 ist das wohl üblich. In Phase 2 ist es üblich, dass er den zweimal macht und danach erst einen Moment chillt. Gut. Oh, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich weiß, ja. Oh mein Gott. Das ist, oh mein Gott. Ja. Oder? Ja, 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 ja. Ja. Yes. Oh. Jawohl. Nice. Geil! Oh! Ich habe so nicht damit gerechnet, das heute zu beenden hier an der Stelle. Oh! Oh! Julius, danke schön.
direkt Dark Souls 1 und 2 hinterher beenden. Ich muss kurz nachfragen. Gibt es noch etwas, das ich in Dark Souls 3 tun sollte? Julius, du bist gerade, glaube ich, der Einzige im Chat, der Ahnung hat. Gibt es irgendwas in Dark Souls 3, was ich jetzt noch tun sollte, bevor ich es erstmal zur Seite lege? Wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal zurück, aber gibt es noch etwas, das ich tun sollte? Du wüsstest nichts Großartiges, was noch offen ist. Dann nehme ich das jetzt als gegeben. Und bedanke mich bei allen. Ich bin schon komplett verwirrt, weil ich überfordert bin, ein Ticken überfordert bin, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das jetzt hier heute so passiert, innerhalb von einer Stunde. Dass ich beide innerhalb von einer Stunde platt machen kann, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich bedanke mich bei euch allen, die mich begleitet haben auf der Dark Souls 3 Reise oder auch diejenigen, die schon von Anfang an dabei waren. Aber Es war ein Auf und Ab, aber es war eine spaßige Reise insgesamt. Ich habe geflucht. Ich war teilweise kurz vorm Aufgeben. Es gab Momente in Dark Souls 3, bei denen ich dachte, jetzt lege ich es zur Seite, jetzt höre ich auf. Unter anderem einer dieser Momente war Folge 17, in der ich mich so oft erschrecken musste durch dieses Spiel. Da war ich kurz vorm Aufhören. Ah. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gehen wir noch ganz kurz in Dark Souls 3 rein und schauen uns das Ende. Das ist, glaube ich, dann das Ende der Questreihe, oder? Vermute ich mal mit der Maler Lady. Theoretisch könnten wir jetzt auch mal einen Stream einfügen oder einen Abend einfügen. Ich weiß nicht, wie lang das dann alles geht. Aber hier Lore und so anschauen. Ja, 150.000 Seelen habe ich auch noch. Also, ich soll das war jetzt. Ich hätte ins Höher hin können. Egal. Dunkle Farbe für ihr Bild zu besorgen. The Blood of the Dark Soul. Jetzt lass mich mal ganz kurz schauen. Nee. Die von Gale habe ich gefressen. Ja, stimmt, um zu leveln noch. Oh, hier brennt ja hier oben auch schon alles. Okay. Wackelt alles ab. Blut der finsteren Seele geben. Wait. Ist das, wo habe ich denn das? Ist das irgendwo im Inventar? Wie sieht das aus? Was ich hier alles mit mir rumschlepp, ne? Wir wissen, was das für ein Gegenstand ist. Oder ist das gar kein Inventargegenstand?
Key Items. Heldenknochen, Asche einer Hülle, Foliant, Schriftrolle. Ah, Blut der finsteren Seele, ein Pigment zum Zeichnen einer gemalten Welt. Und das habe ich von Gail bekommen. Als Gail den Zwergenfürsten begegnete, entdeckte er, dass ihr Blut vor langer Zeit vertrocknet war, und so kam es, dass er die finstere Seele verschlang. What? Das Blut der finsteren Seele, das dem Loch im Sklavenritter Gail entströmte. Ach du Scheiße. Wird von seiner Herrin in Ariandel benutzt, um die gemalte Welt zu erschaffen. Ha. Ja, genau, dunkler, ja, das hat sie immer wieder gesagt, stimmt. Und dafür braucht sie Farbe. Und die nimmt sie von... Alter, das ist so wild, ey, ne? Von irgendwelchen Zwergenfürsten, die hat sich dann Gail reingepresst. Und Gail ist aber von innen verfault dadurch und deswegen strömt der Scheiß aus Gails Bauch, Mann. Was für eine wilde... Holy... With this will I paint a world. Please tell me thy name. I would name this painting after thee. Ja, Tassilo natürlich. My thanks. I will paint a world of that name. It will be a cold, dark, and very gentle place. And one day, it will make someone a goodly home. I wonder when Uncle Gail intends his return. I hope the new painting will be to him a gentle home. Da habe ich schlechte Neuigkeiten. Thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting of a cold, dark. Ah, was Gail betrifft. One day, it will make someone a goodly home. Was Gail betrifft, da habe ich leider schlechte Neuigkeiten. Reicht es, wenn ich jetzt einmal raste, oder? Und dann nochmal mit ihr rede? Weil, also für mich klang es jetzt so, würde sie jetzt das Bild malen und ich könnte mir das so anschauen. Ich möchte das Bild sehen. Ah, ist ja noch nicht weit gekommen. My thanks, Ashen One. I will assuredly finish the painting of a cold, dark, and very gentle place. One day, it will make someone a goodly home. Okay, ich glaube nicht, dass sich hier nochmal was verändert, oder? Falls es ein Dark Souls 4 gibt, dann spielt das in dem Bild, das sie hier malt. Storymäßig ist das ein schöner Abschluss. Die eigentliche Welt zerfällt, aber ihr Bild ist ein neuer Zufluchtsort. Was heißt denn die eigentliche Welt? Ich meine, ich bin ja eh schon in einem Gemälde. Also das ist ja hier ein Gemälde eigentlich. Und sie malt ein neues. Ja, okay. Das ist so ein bisschen Inception-mäßig. Ja, und... Genau, und die Welt zerfällt auch. Aber wie sollen denn die Leute von außerhalb in ein Gemälde reinkommen, das in einem Gemälde drin ist? Um Gottes Willen! Gemäldeception! Okay. Ziemlich wild. Ziemlich wilde Nummer alles. Du hast es ja auch geschafft. Stimmt. Magie kennt keine Grenzen.
Magie und dunkle Seelen. Und seelenfressende Ashen Ones. Seelenfressende Ashen Ones kommen auch vorbei. Pass auf, Lady. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns wieder. Vielleicht irgendwann mal. Oder das Gemälde, das sie malt, ist Bloodborne. Huh. Anderes Ende der Main Story, wo du die Flamme nicht neu entfachst. Und es einfach dunkel wird. Ehrlich? Holy shit. Ja, stimmt, da muss ich die, das habe ich ja dann quasi, ich habe die Quest dafür gemacht, nachdem ich schon im New Game Plus, nicht New Game Plus, im, hier war, ne? So war das doch. Ich habe ihr ja die Augen gegeben. Und ich glaube, das wäre das andere Ende quasi, ne? Wenn sie die Augen hat. Und ich dann erst den Endboss kill. Ist das so? Ich glaube, so war das. Ja. Okay. Ja, schade. Die Nummer mit ihr am Gemälde wäre noch eine ganz nette Geschichte für YouTube gewesen, hinten raus. Hätte ich mal jetzt aufnehmen sollen. Selber schuld. Schade. Egal, jetzt ist es schon passiert. Habe ich nicht dran gedacht. Vielleicht hole ich es mir aus dem Stream, dann sieht es zwar ein bisschen kacke aus, aber zumindest... Ja, genau. Dann schneide ich nur den hinteren Teil raus. Ist halt ein gigantischer Download jetzt mit 8 Stunden. Mal gucken. Sobald ich, wenn ich Dark Souls schneide und ich denke, ach komm, nee, eigentlich will ich es dazu packen... Wahrscheinlich wird es so laufen, dass ich mir denke, ich will es dazu packen. Die Leute sollen das sehen können, das soll erhalten bleiben. Meine Reaktion auf die ganze Nummer und unser kurzer Austausch darüber. Bloodborne, ey, da bin ich auch so gespannt, ne? Sekiro, erst Dark Souls 1 noch einmal. Nein, erst machen wir Dark Souls 2 fertig. Would rage again. Ja. Ja, genau, so ein kleines Ding hinten raus. Aber was heißt eine Meinung zum Spiel? Ich glaube vielleicht... Oh. Das muss ich mir halt aufschreiben. Also da muss ich mir länger Gedanken zu machen. Das werde ich wahrscheinlich eher als ein anderes Video, Extra-Video machen. So ein kurzes 5 bis 10 Minuten Ding, wo ich nochmal kurz rekapituliere, wie ich meine Reise durch Dark Souls empfunden habe und so weiter. Würde ich eher so machen, weil das muss ich auch. Da muss ich mir ein Skript schreiben und meine Gedanken schriftlich festhalten, weil sonst bin ich nur verwirrt. Und wiederhole mich und weiß nicht, was ich schon gesagt habe und so. Nee, das muss ich anders machen. Genau, als nächstes parallel zu Elden Ring, wobei ich bei Elden Ring ja schon auch echt weit bin. Ich weiß gar nicht. Ja, mal gucken. Ey, das wird jetzt... Bin schon recht zügig unterwegs, glaube ich, auch in Elden Ring. Ein paar Bosse sind bestimmt noch offen, die man noch verprügeln kann. Aber parallel dazu wird es dann Sekiro geben. Und dann kommt ja der Elden Ring DLC. Nee, nein, nicht Sekiro. Es wird erst Dark Souls 2 gemacht. Ich werde parallel dazu Dark Souls 2 abschließen. Alle Bosse killen. Dann, wenn Dark Souls 2 erledigt ist, nochmal einen schnellen Run durch Dark Souls 1 machen. Dann Lies of P abschließen, genau, Lies of P ist auch noch offen. Und dann Sekiro starten. Also es ist noch einiges, es passiert noch einiges, bevor ich nach Sekiro komme. Leider. Aber ich kann nicht 1000 Sachen anfangen.
will ein paar Sachen abgeschlossen haben, so wie ich jetzt Dark Souls 3 abgeschlossen habe, worüber ich sehr froh bin, aber auch ein bisschen traurig bin, dass es jetzt erstmal vorbei ist. Habe ich aber auch am Ende vom, nach den beiden Kämpfen, habe ich da auch nochmal kurz so ein kleines, wie sagt man? Irgendwie Ding, Träne, irgendwie so eine, Demutsträne oder so? Ach, keine Ahnung. Es ist schon spät, Leute. Es ist schon spät. Ein Wehmutstropfen, so sagt man. Genau. Ohne Längen? Was meinst du mit Längen? Coole Bosse, coole Story. Also bei Dark Souls habe ich mit der Story echt immer so ein bisschen meine Probleme. Ach so, wegen dem stundenlangen Erkunden. Ja. Also gerade wenn ihr mir nicht helfen würdet, ein bisschen schnell zügiger durch Elden Ring zu kommen, dann würde ich wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle einfach ewig irgendeinen Scheiß suchen, weil ich irgendwo ein Item, eine Itembeschreibung nicht richtig gelesen habe oder vergessen habe, was mir irgendein NPC erzählt hat. Und ich glaube, ein, zwei Stellen hatten wir, ne, wo ihr mir da ein bisschen geholfen habt und dass es zügiger vorangeht. Aber das passt. Das ist absolut in Ordnung. Und für heute passt's auch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen erholsamen Schlaf, einen schönen Feiertag. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr am Start wart. Sie malt Hello Kitty Adventure. Nein, jetzt kommt er. Haut rein, Leute. Ah, wir hören uns. Bis spätestens Donnerstag. Tschüss.